keine Lust zu farmen? Dann hol dir jetzt Gold, Items, Accounts oder Leveling für dein Lieblings-MMO. No Work, Just Fun with Randy Run. Hallo liebe WoW-Freunde, hier ist der Kabasch und ich begrüße euch ganz herzlich zu einem neuen kleinen Video und heute schauen wir uns mal an, wie man das neue Murloc-Pet Squirky sich fangen kann. Um das neue Murloc-Pet zu fangen, müsst ihr euch nach Azuna begeben und wir sehen hier ganz im Westen diese kleine Insel. Der ein oder andere war vielleicht vorher schon einmal dort drauf. Wir müssen jetzt dorthin fliegen, denn dort hinten kann man sich Squirky fangen und zwar nicht nur einmal, sondern gleich mehrmals. Doch was hat es damit auf sich? Warum ist gerade jetzt dieser Murloc verfügbar? Das liegt daran, dass in der Nacht vom 23. auf den 24. Mai 2017 im offiziellen Blizzard Gear Store ein neues Plüschtier erschienen ist, nämlich Squirky als Plüschtier für $18 und eben jetzt kann man diesen Murloc eben auch im Spiel fangen. Anders als bei Turkey in der boreanischen Tundra müssen wir bei Squirky hier in Azuna allerdings diverse Gegner drumherum besiegen. Und diese haben es durchaus in sich. Sie besitzen Lebenspunkte zwischen 8 und 12 Millionen. Ihr solltet also entweder entsprechende Ausrüstung selber besitzen, um die Gegner alleine zu besiegen, oder ihr sucht euch eine Gruppe oder erstellt eine Gruppe, um hier auf der Insel erfolgreich voranzukommen. Außerdem solltet ihr mit AOE-Fähigkeiten aufpassen, denn Squirky versteckt sich immer zwischen den anderen großen Murlocs hier, wird also quasi von denen beschützt. Wenn ihr also alles um Squirky herum freigeräumt habt, könnt ihr euch in den Haustierkampf stürzen und diesen fangen. Der Murloc und seine zwei Random-Begleiter haben jeweils Stufe 25 im Haustier-Level, dementsprechend solltet ihr natürlich auch ein Team in den Kampf führen, die über das gleiche Level verfügen. Wie eigentlich alle anderen Murlocs gehört Squirky zum Typ Humanoid, das bedeutet, er nimmt mehr Schaden von Untotenfähigkeiten und verringerten Schaden von Kleintierfähigkeiten. Da ihr das Haustier aber nicht besiegen wollt, solltet ihr sowieso auf den Vorteil verzichten und einfach Fähigkeiten wählen oder Haustiere wählen, die eben am besten ganz normalen Schaden anrichten. Der Kampf gegen den kleinen Murloc ist eigentlich keine große Herausforderung, denn er hat keine besonders starken Fähigkeiten und hat eigentlich auch keine Fähigkeiten, die eure Pets im besonderen Maße irgendwie beeinträchtigen. Schauen wir uns noch einmal kurz die Fähigkeiten von Squirky an. Diese könnt ihr natürlich schriftlich noch einmal bei uns auf der Seite im entsprechenden Artikel nachlesen. Alles weitere wie immer unten in der Videobeschreibung. Neben den üblichen Standardfähigkeiten kann man hier drei eigentlich hervorheben, nämlich auf der einen Seite verprügeln, was den Gegner für eine Runde stunt. Dann haben wir darüber hinaus noch für Abenteuer, was bei Verbündeten Gesundheit wiederherstellt und die Blase, die eingehende Angriffe abblockt. Für Freunde des Haustierkampfes ist das natürlich eine sehr schöne Sache, für alle anderen auf jeden Fall eine Möglichkeit, sich einen kleinen Murloc abseits von der BlizzCon zu besorgen. Ich bedanke mich an dieser Stelle auf jeden Fall sehr fürs Zusehen, lasst mir doch einen Daumen nach oben da, das würde mich sehr freuen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, bis dahin, bis zum nächsten Mal, euer Kabasch.